Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Fury of Dracula, der Digital Edition. Das ist die Computerumsetzung eines klassischen Brettspieles, was ich selber allerdings nicht kenne. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bedanke mich recht herzlich bei Nomad Games, die mir freundlicherweise die Möglichkeit gegeben haben, dieses Spiel bereits vor Veröffentlichung auf Steam im November 2020 zu testen. Freilich wird wie immer mein Testurteil, dadurch, dass mir das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist, nicht beeinflusst werden. Ja, Fury Digital Edition. Wir können noch mal gerade in die Settings gucken, ob wir irgendwo die Sprache noch einstellen können. Auch sehr schöne Titelüberblendung, wie ich finde. Gut, da können wir aber nichts einstellen. Sonst mal nicht abhalten. Hier gibt es noch New to the Game, Click Button, Tutorials anschauen. Aber anders als sonst. Hey, es ist nur ein Brettspiel. Gucken wir da natürlich mal ganz direkt rein. Mehr als scheitern können wir ja nicht. Play. So, Local Game, Learn to Play und Online Multiplayer. Okay, also Tutorials, einfach ein lokales Spiel gegen den Computer nehme ich an. Oder Online-Multiplayer finde ich nicht schlecht. Für eine Brettspielumsetzung, wenn da kein Multiplayer ginge, wäre ja auch irgendwo ein bisschen seltsam. Also Local Game. So, freies Platzieren. Rumor Tokens, Power Cards. Das lassen wir mal alles. So, was können wir denn hier sagen? Alles in Jason Dax. Nein, Player 2. Muss ich die jetzt alle selber spielen? Einer spielt Dracula. Ich lasse es mal einfach so eingestellt, wie es hier ist, und guck mal, was passiert. Vielleicht spielt das Spiel sich ja dann auch auf wundersame Art und Weise selber. Helsing ist dabei, Nina Harker, Dracula. Tag 1. Okay, offensichtlich spielt sich das Spiel hier tatsächlich selber. Wir gucken uns das einfach mal an. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo Dracula nicht ist. Nämlich nicht in Gallien. So, this is the game clock. So, die Spieluhr. Die zeigt die aktuelle Phase des Spiels, in der gerade gespielt wird. So, es gibt Dawn, Day, Dusk, Night. Also, Morgengrauen, Tag, Sonnenuntergang, Nacht und die Dracula-Phase. Hört sich ganz spannend an bis hierhin. So, die Tages- und die Nachtphasen sind die einzigen, in denen die Jäger irgendwelche Aktionen durchführen können. Gut, also bedeutet Spielziel: entweder Dracula erwischt alle Jäger oder die Jäger erwischen Dracula, wenn ich das hier richtig verstehe. So, und in Dawn und Dusk. Morgengrauen, Abendgrauen, hätte ich beinahe gesagt. Da sind die Phasen, wo die Jäger gegen Dracula kämpfen, wenn er denn gefunden wurde. So, die Dracula-Phase ist Draculas Zug. In der Phase kann er sich bewegen und Ereigniskarten spielen. Nacht.
Karten, Bücher, was auch immer. Okay, da hat wohl der Dr. John Seward eine Karte eingesetzt. Und zwar Stürme beschwören. Kann man sofort spielen oder am Ende der Dracula-Phase. Und das setzt bis zu 3 Sturmtokens auf das Board. Jäger können nicht sich in eine Seezone bewegen, wo ein Sturmtoken ist. Vom Dusk until Dawn. Also Dusk morgens und Dawn abends. Choose and remove one storm token from the board. Okay. Man kann dann wieder jeweils einen Sturm entfernen pro Tag offensichtlich. Tja, wahrscheinlich kann ich die Spieler dann einzeln an- und ausschalten, aussuchen, wen ich selber spiele oder ob ich Dracula bin. So, Dracula ist dran und er spielt auch eine Karte. Devilish Power. Resolve one of the following. Löst ein Problem. Irgendwelche Tokens löschen. Die Allianz der Jäger aufbrechen. Und die Jäger können sich nicht gegenseitig unterstützen in der nächsten Jägerphase. Wenn ich das hier richtig verstehe. So, die Karte ist nun im Spiel. Interessant wäre das sicherlich im Multiplayer, wenn man sich anschauen könnte, was denn auf den verschiedenen Geräten der einzelnen Mitspieler angezeigt wird. So, jedes Mal, wenn Dracula sich an einen neuen Ort bewegt, eine neue Ortkarte wird hier bei den Ereigniskarten platziert, möglicherweise um seinen Weg zu verfolgen. Es erinnert mich ein kleines bisschen hier an ein Spiel, was ich früher sehr mochte, nämlich Scotland Yard, wo man den Verbrecher jagen musste. So, der erste Slot ist immer die aktuelle Position von Dracula auf der Karte. Um ihn zu finden, muss man seiner Spur folgen. Also tatsächlich, wie bei Scotland Yard. Gespannt, wer gewinnt. Oder was als nächstes passiert. Zugtickets, okay. Hoffentlich folgt noch eine deutsche Übersetzung. Eigentlich mal auf der Steam-Seite gucken, was da angegeben ist. Das kann natürlich alles noch kommen oder ich habe es einfach nicht gefunden in den Einstellungen. Aber das Spiel ist ja auch noch nicht erschienen. Lasst mich doch mal wissen in den Kommentaren, was ihr von Computer-Brettspiele-Umsetzungen haltet und ob ihr welche spielt oder gespielt habt und wenn ja, welche. Da bin ich sehr interessiert daran. Hier vielleicht nicht so viel erzähle, dann liegt das daran, dass ich ganz gespannt diesem Spiel zuschaue und versuche zu verstehen, wie es funktioniert beim Zuschauen. Aber ich denke mal, das habe ich mir doch hier zu einfach vorgestellt. So.
sodass ich mir nach dieser automatischen Partie, vor der ich gerade wieder Ochs vom Berg sitze, nochmal in die Tutorials reinschauen werde. Ich kann das hier auch nicht so schnell übersetzen und nachvollziehen und euch erklären, weil ich selber noch nicht verstanden habe, wie genau das Spiel funktioniert. Deswegen werde ich jetzt bis zum Ende der Partie die Klappe halten, es sei denn, wir kommen wieder an Stellen, wo ich in Ruhe etwas vorlesen kann und klicken muss. Und da ist es auch schon wieder. Hat offensichtlich der Van Helsing den großen Wolf ins Spiel gebracht. So. Sofort zuschlagen. Einen Hunter auswählen und der nimmt 4 Punkte Schaden. Sei denn, er verwendet ein Kruzifix oder einen Himmelshost. Auch eine bestimmte Karte. Ja. Also offensichtlich müssen die Jäger hier auch nicht zusammenarbeiten, können es vielleicht, aber sie können auch durchaus gegeneinander arbeiten, so wie es aussieht. Uiuiui, da wird eine Karte angewendet. Finde ich sehr schön in Szene gesetzt, dass man hier auch ein bisschen Animationen zu sehen bekommt. Da werden einem hier nochmal verschiedene Regeln angezeigt, unter welchen Voraussetzungen man welche Karten wie anwenden kann. Unearthly Swiftness, eine weitere Karte. Gespielt während der Dracula-Phase, die wir momentan haben. So, nach dieser Dracula-Phase gibt es eine weitere Dracula-Phase offensichtlich dann. Karte im Spiel. Falls jemand von euch das Originalspiel kennen sollte, das Brettspiel, lasst mich doch auch gerne mal euren Eindruck dazu wissen. Digitale Version besser? Brettspiel besser? Gleich gut? Fragezeichen. So, Roadblock. Play immediately at the end of the Dracula-Phase. Was fügt 3 Straßenblöcke, wahrscheinlich Straßensperren oder sowas hinzu? Und da, wo die Sperren sind, können die Jäger die Straße und den Zug nicht benutzen, wo diese Blockaden stehen. Nach jedem Dusk, okay, man kann also auch hier rundenweise einzelne Blöcke aus dem Spiel nehmen, damit die Blockade aufgehoben wird. So, das Heraufbeschwören von Stürmen, die Karte hatten wir schon mal, werde ich nicht erneut erklären. Wir können uns in etwa etwas darunter vorstellen, was diese Karte macht.
Also es ist eine Kombination aus Figuren ziehen und Karten aufdecken und bekommen und einsetzen. Offensichtlich gibt es hier Ereigniskarten, es gibt Bewegungskarten. Und irgendwie muss man die Spur von Dracula aufnehmen. Und Dracula muss natürlich versuchen, sich dem Ganzen hier zu entziehen. Dracula wurde gefunden. In der nächsten Runde kann der Kampf gegen Dracula beginnen. A hideout on the trail has been discovered. Dracula hideouts are discovered by moving to a location on his trail. Also seine Verstecke werden gefunden, wenn man auf seine Spur kommt. So, umso näher die aufgedeckte Location, ach oben drin, guck mal, Klausenburg. Umso näher die aufgedeckte Location am ersten Slot ist, umso näher ist man an Dracula, also hier oben offensichtlich. Jetzt kann ich, ob man den Mauszeiger gerade sehen kann. Hier oben. Eine Location aufgedeckt. Umso weiter vorne sie ist, umso näher befindet man sich an Dracula. So, die Verstecke, die haben auch Ereignisse, die man aufdecken kann. Der Kampf geht los. Da bin ich mal auf die Darstellung gespannt. So, werden verschiedene Karten ausgespielt. Stärke, Schlag. Entkomme als Fledermaus gegen Dodge. Okay, das war's schon für diese Runde. So, ein Ereignis auf der Spur wurde ausgelöst und die Effekte dieses Ereignisses werden nun auf das Spiel angewendet. Okay. So, und viele Ereignisse erhöhen das Influence-Meter. Nehmen wir mal an, das ist das Thermometer hier auf der linken Seite. Was auch immer das am Ende für einen Einfluss auf das Spiel haben wird. Card invoked. Aristocratic Vampire. You cannot ambush with this card. The hunter can become delayed to discard this card. Reveal this location card. Achso, das ist eine von diesen Location-Karten. Okay. You have become delayed. Nehmen wir mal an, das bedeutet aussetzen. Immanuel Hildesheim. Play immediately to assist or as an ally. Also, und zur Unterstützung kann diese Karte gespielt werden. So. Man darf sich die obersten 6 Eventkarten anschauen. Und kann sie weglegen und dafür sorgen, dass neue Karten ausgegeben wird, wenn man die Assistenzfunktion dieser Karte wählt. Da gibt es aber auch noch die Alliierten-Funktion. Okay, wenn die oberste Karte in der Dracula-Phase. Was? Moment, muss ich nochmal lesen. Am Start jeder Dracula-Phase. Wenn die oberste Karte auf dem Eventdeck eine Dracula-Karte ist, kann man sie umdrehen. Oder weglegen. Gut, machen wir erstmal weiter. Bevor ich hier noch zu lange drüber nachgrübele, was genau das heißt. Das ergibt sich sicherlich, wenn man das Spiel mal die eine oder andere Runde gespielt hat.
Neuer Dracula-Alliierter. Immanuel Hildesheim ist nun der Alliierte von Dracula. Ui. Ob das gut ist? Dass Dracula Alliierte gewinnt? Naja, solange Van Helsing noch da ist, kann nichts schiefgehen. Einer der berühmtesten imaginären Vampirjäger aller Zeiten. So, Hired Scouts. Kann nur sofort gespielt werden. Zwei Städte auswählen. Dracula muss die Location Cards rausgeben. Hm? Okay, bedeutet wahrscheinlich, ich suche zwei Städte aus und wenn Dracula da sein sollte, dann bekomme ich doch sofort mit, ohne seiner Spur zu folgen, würde ich zumindest mal so interpretieren. So, Ergebnis der Suche, nichts gefunden. So, Roadblock. Das sind wieder die Straßenblockaden, das kennen wir bereits. So, die Top-Event-Karte hatte den falschen Typ. Also war die oberste Event-Karte keine Dracula-Karte. Deswegen hat eine andere Karte, die wiederum vorher ausgespielt wurde, hier keinen Effekt. Also gepokert und verloren. Event. Dracula hidden. Dracula versteckt. Dracula hat sich in den Schatten versteckt. Die Jäger sollten Dracula trotzdem finden und zerstören, bevor sein Einfluss zu groß wird. Vielleicht bedeutet das dieses Thermometer am Rand. Dracula gewinnt, wenn sein Einfluss zu hoch ist. Gut, wir werden das Ende dieser Spielrunde ja irgendwann erleben. Bin mehr als gespannt, wie es ausgehen wird. So ein Spiel kann sich durchaus eine Weile hinziehen, habe ich den Eindruck. Das läuft ja jetzt hier alles in einem Affenzahn ohne große Bedenkzeit. So schnell wird eine normale Spielrunde nicht vorbei sein, vor allen Dingen, wenn alle Figuren mit menschlichen Spielern besetzt sind. Ein bisschen vor wie ein Sportmoderator gerade. Auch wenn mir zu einem Dracula-Spiel nicht die passenden Sprüche einfallen. Fehlt ihnen. So, Top-Card war wieder die falsche. Keine Dracula-Karte, Dracula lacht. So, Skarni, Bodyguards. Der Hunter suffers 2 Damage, Hunter suffer 2 Damage. Unless the reveal of a weapon card. So, die Jäger bekommen 2 Schaden und müssen aussetzen, bis eine Waffenkarte aufgedeckt wird. So, die Karte wird also offen angezeigt, in das Spielfeld gelegt, vor einem Kampf mit Dracula. Okay, und dann wird dieser Effekt dementsprechend ausgelöst. Na gut. 1:0 oder 2:0 für Dracula, würde ich sagen. Eine neue Woche bricht an. Dass es dafür ein spezielles Ereignis gibt, spricht natürlich auch dafür, dass so ein Spiel durchaus eine Weile dauern kann. So, jede Woche pass the level of Despair will increase. When the Despair level reaches 3, Dracula gains 3 influence each time he adds to his trail. Okay, also umso mehr Zeit verstreicht, trägt das dazu bei, in einer sehr speziellen Art und Weise, dass der Einfluss von Dracula ansteigt. Hey, hey, hey. Ach, die Sprüche sind auch goldig hier von den Jägern. Geht nur alles zu schnell, um da
im Detail drauf einzugehen, gerade in diesem Moment. Hier drücken wir auch mal weiter, kennen wir schon. Devilish Power, Teufelskraft, wird während der Dracula-Phase gespielt. Löst eins der folgenden Dinge aus. Ein Ground-Token kann von Bord genommen werden, vielleicht eine Blockade. Oder der aktuelle Alliierte, der Jäger, kann aus dem Spiel genommen werden. Oder Jäger können sich nicht aufrüsten, nachrüsten oder bekommen keinen Nachschub während ihrer nächsten Spielphase. So, die Karte ist nun im Spiel. Fledermäuse. Place a Bats Token under the Hunter. When that Hunter would perform the next action, instead discard the Bats token and move them to an adjacent city. Then the Hunter becomes delayed. Okay. Da können die Jäger in eine abgelegene Stadt transferiert werden und müssen dann aussetzen dort. Bitte seht's mir nach, wenn ich nicht alles hundertprozentig korrekt übersetze. Ich kenne die Spielmechanik auch viel zu wenig, um hier zu vielen Sachen adäquate Aussagen zu treffen. Deswegen ist einiges sicherlich auch spekulativ hier auch zu den Auswirkungen der Karten. Wenn es euch gefällt, dürft ihr allerdings euch trotzdem frei fühlen, einen Daumen nach oben da zu lassen. Eine sehr stimmungsvolle Musikuntermalung, wie ich finde. Generell bin ich ein großer Freund von Brettspielen und habe da auch schon das ein oder andere hinter mir. Lange keins mehr angefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der persönlichen, von der Darstellung, von der Umsetzung, von dem, was man hier sieht, finde ich es aber schon gut gelungen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie mir vielleicht dieses spezielle Spielprinzip oder das Thema gefällt. New Vampire. Ich glaube, das ist nicht gut, oder? The Hunters fights this Vampire. Other Hunters on this location may become delayed. Da. Ein neuer Vampir ist unterwegs. Jäger können gegen den Vampir kämpfen, aber müssen, um an diesem Kampf teilzunehmen, dann aussetzen. Wahrscheinlich die regulären Züge auf der Jagd nach Dracula. Ui, der Einfluss von Dracula hat sich stark erhöht, wie man an dem Thermometer links sieht. So, die unnatürliche Nebelkarte. So, eine Nebelkarte kann auf einer Stadt platziert werden. Wenn es ein Hafen ist, dann wird da noch ein zweiter Nebel platziert. Jäger können nicht in eine Stadt und auch nicht aus dieser Stadt heraus, wenn die Nebelkarte drauf liegt. Sollte es Tag sein, müssen die Jäger hier aussetzen. Okay, hier ist dann wohl der Nebel.
draufgesetzt. Hier, das kann man mal ganz gut erkennen an der Animation. So, und da befindet sich der Lord Godalming und deswegen kann der da erstmal nichts machen. Muss aussetzen. Sehe ich das auch? Der hat hier oben so ein Uhren- und Zeigersymbol drauf. Also von der Darstellung auf jeden Fall gut gemacht. So, ein Token wurde weggenommen von Sofa. Sophia. Vom Sofa, ja genau. Ich muss mich auch mal wegnehmen vom Sofa hier. Ja, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr dann, wenn es soweit ist, eine dementsprechende Push-Benachrichtigung bekommt. Vielen Dank dafür. So, Zeitungsartikel. Kann sofort gespielt werden oder in Dawn oder Dusk. Wenn man sofort spielt, dann wird die Ortskarte auf dem dritten Platz der Spur aufgedeckt. Wenn ich das hier richtig sehe, oben ist das Sofia und ist schon aufgedeckt. Dawn or Dusk. Und wenn man es morgens oder abends macht, dann kann die Karte auf dem fünften oder sechsten Platz aufgedeckt werden. Da liegen aber gerade keine. Mal gucken, was passiert. So, Sensationalistenpresse. So, wenn ein Jäger spielt, lokale Gerüchte, angeheuerte Scouts, Newspaper Reports or Evil Presence. Achso, mit diesen entsprechenden anderen Karten kann man die Karte aus dem Spiel nehmen. Okay, eine Antikarte sozusagen. Ja, und jeder Tag bringt neue Plätze zum Erkunden. Lokale Gerüchte. Dracula, was muss der alles Mögliche aufdecken? Cards in Hideouts, in Verstecken. Die in der Nähe der aktuellen Location sind. Das kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Was das hier für eine Karte ist. Offensichtlich kann sich Dracula aufgrund der lokalen Gerüchte nicht mehr so gut verstecken. Mal auf Continue. Okay, Gerüchte in Varna verliefen sich im Nichts, also in einem toten Ende. Hat also nichts gebracht. Dracula lacht sich ein Ast. Thank you.
Blut ist Leben. Was passiert denn wohl, wenn die Karte vom richtigen Typ ist? Meine ich das nur oder halten die sich immer in der gleichen Gegend auf? Oder ist Dracula vielleicht schon umzingelt? Nähern wir uns dem großen Finale? Falscher Tipp. Kann gespielt werden, wenn die Jäger ein Ticket verwenden. Okay, wenn der Jäger die Karte Chartered Carriage spielt, dann wird diese Karte wieder aufgehoben. Ansonsten kann man aussuchen, wohin sich der Jäger mit dem Zug bewegen soll. Okay. Wir haben es am Geräusch gehört. Offensichtlich war es der Zugeffekt. Aber besser mit dem Zug unterwegs als in Zugluft sitzen. Kriegt man nur einen steifen Hals und da freut sich wiederum Dracula drüber. Weil man da so wundervoll reinbeißen kann. Spannungsvolle Musik. Ob das wohl Ambient Noise ist, die zur passenden Spielsituation passt? Oder ob die Musik zufällig gespielt wird? Ich gehe von letzterem aus. Von Helsing kommt wieder zurück. Salonika. Hoax! Falschnachrichten, oder? You cannot ambush with this car. The hunter becomes delayed. Okay, der Jäger muss aussetzen. So, nimm alle Dracula-Karten vom Stapel der weggelegten Karten. So, im Geheimen darf dann eine Karte ausgewählt werden, die in der Hand platziert wird. Der Rest wird gemischt und wieder in das Event-Deck gelegt. Okay. Interessante Spielmechaniken. Und äußerst komplex. So, Van Helsing muss aussetzen. Psychic Bond. Dracula ist nicht in Österreich-Ungarn. Gut, die Länderbezeichnungen sind alle noch ein bisschen anders, weil das Spiel spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit. Österreich-Ungarn, okay. Eine neue Woche. Am Einfluss Draculas hat sich aber jetzt nichts geändert.
Dracula ist nicht in Germania. Ja, wo ist er denn? Wenn er sich weiter so gut versteckt, könnte das Spiel noch eine Weile dauern. Wir lernen aus unseren Fehlern, nicht von Erfolg. Na dann. Sagt Van Helsing. Ist aber auch alt geworden. Der gute Van Helsing. Oben denn noch machen? Na gut, ins Menü zurück. Das wollen wir ja nicht. Gut, wir lassen es mal weiterlaufen. Komm schon, Dracula, lass knacken. Noch mehr Glück bei der Suche, während sich meine Harker aufs Meer begibt oder auf eine Insel. Beinahe gesagt in der Südsee. Das stimmt aber nicht ganz. Ja, viele Stunden Spielspaß pro Runde scheinen hier garantiert zu sein. Zumindestens, wenn es sich hier gerade um eine typische Runde handeln sollte.
Die Ratten. Also auch das ist gut, ne? Mit den animierten Karten. Dass man auf jeden Fall noch einen ordentlichen Mehrwert gegenüber der Brettspielvariante hat. Also da wurde schon mit Liebe zum Detail gearbeitet. So, die Ratten. Jäger erleiden 2 Schaden. So, die Karte bleibt da liegen, bis die Jäger Pistole oder ein Gewehr aufdecken. Uiuiui, das ist ja wie mit Kanonen auf Spatzen. Jetzt mit dem Gewehr auf Rattenjagd. Ah ne, nicht Messer oder Gewehr, sondern Pistole oder Gewehr. So, nur aber. Ja, so manche musikalische Einsätze dieses Spiels beginnen so, als ob gleich ein gigantisches Orchester eine Star Wars Melodie aufspielen würde, die dann aber nicht kommt. Stattdessen kommen dann ruhige Geigentöne. Gut, aber wir sind ja hier auch nicht bei Star Wars. Spannend sind die Soundtracks. In jedem Fall. Weil nie liegt eine Dracula-Karte oben. Ui, der Mob. Nicht mit Mistgabeln und Fackeln, aber mit Fackeln und Pistolen und Messern. Das ist ja noch deutlicher gefährlicher. So, jeder Jäger in dieser Stadt. Was kann jede Wegekarte zum Spiel nehmen? Dann erleidet aber jeder Jäger einen Schaden. Für jede Gegenstandskarte auf der Hand. Was ich hier gar nicht so richtig erkennen kann, ist, ob es hier auch irgendwelche Karten gibt. Wahrscheinlich gibt es ja hier auch so Profilkarten, wie bei HeroQuest zum Beispiel, wo man Eigenschaften wegstreichen oder Lebenspunkte wegstreichen kann, weil irgendwann, wenn die Spieler hier Schaden erleiden, dann müssen sie ja auch irgendwie sterben können. Nun gut. Fragen über Fragen. Es werden nicht weniger. Keine Jäger in Iberia. Also nichts passiert. Und irgendeine Location wurde mal wieder nicht aufgedeckt, aber angezeigt. Wir werden das Monster finden und zerstören. Liebe objektiv oder subjektiv? Das fragt sich da auch einer. Der Spielfiguren. Oder eine der Spielfiguren. Also bleiben doch nah beieinander meistens, die Jäger. Das auch möglicherweise einen taktischen Vorteil bietet im Spiel. Aber wer gewinnt eigentlich das Spiel? Die Jäger gemeinsam oder Dracula alleine? Oder kann auch ein einzelner Jäger das Spiel gewinnen? Ich hoffe, wir bekommen das am Ende dieser Spiele-Session auch mit. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir hier eine entsprechende multimediale Aufbereitung bekommen. Reckless Vampire. Jäger kämpfen gegen diesen Vampir. Gut, hatten wir gerade schon. Es gibt da öfter mal wieder Events, wo gegen Vampire gekämpft werden muss, was aber nicht unbedingt einen Einfluss auf Dracula hat. Allerdings kann das einen Einfluss auf den Einfluss von Dracula offensichtlich haben. Und es können aber auch Location-Karten aufgedeckt werden. Mal gucken, wo es hinführt.
Granada. Die Kirchenglocken. Oh, oh, oh. Ja, es hat tatsächlich dazu geführt, dass Dracula mächtig an Einfluss gewonnen hat. Da wird's aber Zeit, liebe Jäger. Dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, Dracula liegt vorne, auch das Thermometer. Doch, ja, das Thermometer steht auf 7 von 13. Da ist er wieder. Reckless Vampire. Au, 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 au. Ist das vielleicht, ist das dieselbe Karte, die im Spiel geblieben ist? Und so lange verwendet wird, bis der Vampir bekämpft wurde? Das würde bedeuten, der Einfluss von Dracula könnte jetzt nochmals ordentlich steigen. Oder auch nicht. Oh! Kampf! Ui! Van Helsing gegen den Reckless Vampir. Und Dracula spielt stellvertretend die Karten für diesen Vampir. Manche Karten heben sich auch gegenseitig auf. Und Helsing hat auf jeden Fall deutlich mehr Lebenspunkte, aber muss hier auch gegen vielerlei Herausforderungen bestehen. Was denkt ihr, wer gewinnt? Haltet doch mal kurz an und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Kämpfe bringen durchaus nochmal Spannung und Würze in das Spiel. Tja, niemand ist gestorben. War ja noch im Spiel, würde ich sagen. Man sieht es aber auf der Karte, wie angeschlagen er ist. Ach, jetzt hätte ich mal vorher drauf gucken sollen. Ja, klar. Ich sag noch, wo kann man denn erkennen, wie viel Leben die Leute noch haben? Ja, logisch. Beim Durchschalten unten hier im Charakterroster. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, wo ich hier mit der Maus rumfahre. Hier so. Was auch immer dann das Gebiss heißt, was da zusätzlich eingeblendet wird bei den Jägern. Ob das vielleicht irgend so ein Infektionsstatus ist? Leben 9, Gebiss 0. Hm. Vielleicht können die Jäger auch zu Vampiren werden. Es würde einen Sinn ergeben. Und dass dann einer der Jäger auch zum Alliierten von Dracula wird. Ui, zwischendurch ist der Einfluss von Dracula auf 10 gestiegen. Nähern wir uns dem Ende? Meine ich das nur, oder werden die Namen hier unscharfer auf der Karte langsam? Dass die Kartendarstellung auch gemessen am Einfluss von Dracula dargestellt wird? Oder liegt das nur daran, dass er am Zug war? Die läuft auch plötzlich in ganz anderen Geschwindigkeitsdimensionen, habe ich den Eindruck. Ist das das Finale? Non. Dracula revealed. Dracula wurde gefunden. Oh, Dracula, Einfluss 13. Dracula hat das Thermometer gesprengt und hat deswegen gewonnen. Das hätte ich jetzt so schnell nicht erwartet. Gut, schauen wir uns mal die Ergebnisse an.
Okay, hier kann man dann durchschalten. Bisse, genutzte Schläge. Wie viele Kilometer er zurückgelegt hat, guckt euch das mal an. 23.292. Ah, das kann man bestimmt auch besser schaffen. Oder es ist natürlich auch ein bisschen mit Glück verbunden, ob und wie schnell man Dracula findet und besiegt oder auch nicht. Draculas Bräute. Nix. Falsche Tipps. Große Wölfe. Oh wei, oh wei. Nocturnal Visits Plate. Okay, also relativ wenig Möglichkeiten sogar, die das Spiel bietet, die hier auch tatsächlich ausgespielt worden sind. Gönnen wir den Entwicklern auch die Credits. Vielleicht nicht in epischer Breite, weil ich würde jetzt gerne nochmal einen ganz kurzen Blick in die Tutorials werfen, um nur beurteilen zu können, wie gut einem das Spiel näher bringt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf Dracula. Sondern man kann Tutorials spielen, man kann aber auch hier in eine Bibliothek gucken. Ach, guck mal. So, Charakterkarten. Okay, man kann hier auch gleich mit dem Kartennamen suchen. Sind die Spielerkarten. Wir haben noch verschiedene Eigenschaften, die man sich dann hier im Detail zu Gemüte führen kann. So, die ganzen Events kann man sich durchgucken. Gut, da wird wahrscheinlich relativ viel sein. Aber gut, hier kann man sich dann dementsprechend ein bisschen vorbereiten. Location Cards. Guck mal, er könnte sich auch in Berlin verstecken. Beware of Berlin. So, Ereigniskarten. Und da haben wir jetzt schon ein paar davon gesehen. Aber längst nicht alle. Obwohl, so viel gibt es gar nicht, wenn das alle sind. So, Kampfkarten. Auch alles sehr schön gezeichnet hier. So, Gegenstände gibt es noch, die einen Einfluss auf das Spiel haben. Teilweise die passenden Geräusche dazu. So, Items, so Power Cards. Irgendwie für besondere Eigenschaften. Der Ruf der Dunkelheit. Gefüttert. Verstecken. Fehlgeleitet. Wolfform. Gut, das ist die Bibliothek. Und wie gesagt, gleich werfen wir auch noch mal einen kurzen Blick in den Tutorial-Bereich. So, Play. Learn to play. So, okay. Die Tutorials sind in verschiedene Bereiche eingeteilt. Generelle Tutorials, Jäger-Tutorials und Dracula-Tutorials.
ganz sinnvoll. Dann gibt es hier noch Regelreferenzen und eine richtige Spielanleitung. Okay, wenn man auf die Spielanleitung klickt, dann bekommt man ein 16-seitiges PDF, was in einem Internetbrowser aufgeht. Das schauen wir uns jetzt aber nicht an. Ich werfe mal einen ganz kurzen Blick bei den generellen Tutorials rein. So, die Basics, Nutzeroberfläche, Spielfluss und Kampf. Gut, wir haben ja jetzt schon viel Basics gesehen, aber wenig Kampf. Ich würde mal hier exemplarisch in das Kampftutorial reingucken. So, für das Tutorial spielst du beide Seiten, Jäger und Dracula. Und so können wir dir am besten zeigen, wie das Kampfsystem funktioniert. Na, von mir aus. So, wenn ein Jäger in derselben Stadt wie Dracula ist, und zwar im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung, dann beginnt ein Kampf. So, Dracula ist in Rom. Da sollen wir jetzt meiner Harker nach Rom bewegen. So, das ist meiner Harker. Hier ist Rom. Tja, vielleicht hätte ich mal das Tutorial machen sollen, wie man eine Spielfigur bewegt zuerst. So, Reserve Ticket, Move. Mit der Kutsche. Nach Rom. Da bekommt man natürlich deutlich mehr angezeigt hier, wenn man selber spielt, als wenn man nur zuschaut. So, wir sind im Kampf. So, und wir zeigen dir jetzt, wie es geht. Na denn. So, es gibt eine Handvoll Karten. Und das sind sozusagen die verschiedenen Optionen, die man dann anwenden kann. So, Dodge, Punch und Escape ist immer drin als Jäger. Ausweichen, Schlagen, Entkommen, würde ich mal sagen. So, wenn es noch Gegenstände gibt im Inventar, dann sind die auch dabei. So, die Punch-Karte finden, also Schlag versetzen, um Dracula anzugreifen. So, da ist sie ja. Und jetzt sage ich Submit. Ah, warte mal. Ne, die Punchkarte. So, jetzt muss Dracula auch noch aussuchen, was er machen soll. Oder machen will. So, die Fangs-Karte. Gut. So, wenn die Karten einmal ausgesucht worden sind, dann werden sie umgedreht. Okay, und dann im Kampf wird man dann sehen, welchen Einfluss die Karten aufeinander haben. So, lass uns sehen, wie die Karten in Action aussehen. Also er beißt, sie schlägt. Okay, wenn eins der Icons, okay, da sind da drei Dinger drauf, Zähne, Schlagen, Hand. Wenn eins der Symbole auf der Karte bei den Jägern übereinstimmt, dann wird damit die Dracula-Karte offensichtlich abgewehrt. Also es geht offensichtlich nur um diese drei Symbole da unten. Zumindest um rauszufinden, welche Karte denn beim anderen Wirkung entfaltet und welche nicht. So. Ah, man soll sorgfältig auswählen. Eine Karte, die man auswählt, kann in der nächsten Runde nicht verwendet werden. So, die Dodge-Karte.
So, Draukla hat mindestens 5 Karten in der Hand. Okay. Plotting Card. Okay, mit der kann man dann eine eigene Karte seiner Wahl auswählen. So steht's da zumindest. Okay, da kann ich mir jetzt eine Karte frei auswählen. Die Frage ist, sehe ich denn jetzt die gegnerische Karte vorher, wenn ich Dracula spiele und kann da wirklich genau passend etwas einsetzen? Escape as Mist. Entkommen. Im was? Im Mist? Hm. Nächste Runde ist es dann verfügbar. Ah. So, der Kampf kann auf verschiedene Art und Weisen enden. So, Dracula spielt entweder 6 Kampfkarten, entkommt, oder erweitert seinen Einfluss auf 13 Punkte, dann gewinnt er. So, die Jäger können Dracula auch auf 0 Lebenspunkte bringen. Und damit nicht nur den Kampf gewinnen, sondern auch das Spiel. So, und der Kampf endet auch, wenn die Jäger im Kampf gebissen, besiegt werden oder entkommen können. So, da wir gerade von Entkommen gesprochen haben, probieren wir das jetzt mal aus. So, erstmal die Punch-Karte wieder einsetzen. Gut. So, ich habe mir ja in der letzten Runde ausgewählt eine Karte, die ich gerne in meinem Deck haben möchte. So, und dann kann ich Escape as Mist verwenden, aber nur, wenn irgendwie der Stolz satisfied ist. Okay. Okay, und ich kann nur entkommen, wenn ich mehr Kampfkarten gespielt habe, als bestimmte Tokens im Spiel sind. So, wir haben 2 Kampfkarten bereits gespielt. Deswegen können wir Escape as Mist nun benutzen. So, auch hier sehr viel, was man beachten muss. Use Plotting to cancel Hunter's Card? Soll wohl offensichtlich hier es drücken. Also ich kann den Schlag dann wohl verhindern. Hm. Okay. Und immer im Hinterkopf behalten, wenn man Dracula besiegen will, sollte man immer für den Kampf vorbereitet sein. Ja, das soweit zum ersten Eindruck zu Fury of Dracula, der Digital Edition, also der Computerversion eines klassischen Brettspiels. Macht auf mich einen guten, runden Eindruck, auch wenn es viel oder weitaus zu komplex ist, um das hier in einem Angespiel zu durchschauen. Wir haben uns die Bibliothek angeguckt, wir haben uns ein ganzes Spiel angeguckt, wir haben mal exemplarisch in die Tutorials reingeschaut. Ich finde, wenn alles so gut erklärt wird wie der Kampf, hat man hier eine ganz gute Möglichkeit,
schnell und gut in das Spiel reinzufinden. Würde allerdings hier empfehlen, zumindest wenn man im selben Alter ist wie der DAX, dem alten Mann im Monitor, dann sollte man sich vor dem ersten Spiel, vor allen Dingen bevor man gegen andere Menschen antritt, würde ich mal annehmen, oder Leute, dieses Brettspiel vielleicht schon mit der Muttermilch aufgesogen haben, in Ruhe vielleicht auch mehrfach die Tutorials durchkämmen. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.